Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed mit Bayek. Und ich habe mal wieder ein kleines bisschen gespielt. Na? Und zwar, wo waren wir denn? Hier waren wir. Ja, hier habe ich einen Steinkreis entdeckt gehabt. Dann habe ich hier das Flusspferdeversteck gemacht. War dann hier, hab das nochmal geklärt, bin dann hier rüber, hab das gemacht. Ja, dann gehen wir in die Richtung, aber vorher hatte ich noch hier das Grabmal des Kynikers entdeckt. Da gehen wir dann gleich rein und finden die antike Tafel. Und hier oben sind auch noch ein paar Fragezeichen. Die werde ich dann mir auch noch holen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier das Grabmal des Kynikers an. Holen wir mal unser Pferdchen und danach machen wir dann die Lichter über den Dünen. Na komm schon. Und ja, er findet sogleich den richtigen Pfad. Und das ist auch gut so. Ja. Ich habe das Grab mal nur ganz kurz mal so durch den Schlüsselloch geguckt. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir da mehr entdecken. Ja, oh, die Geier. Kein erwischt, war ich zu langsam. Hinein mit dir. Eine Fackel könnte ich nehmen. Ja, das ist eine gute. A good idea, my dear friend. Was ist denn hier? Hier kann man anzünden, mitten am Tag. Ja, dann machen wir das doch mal. Wenn wir das schon können, hier hoch. Gucken wir erstmal, was hier oben ist. Ach, ist das schön, so eine freie Kamera zum Drehen. Ist das schick. Okay. Das klingt hier nicht gerade sehr erbaulich. Das ist Öl, wa? Ja, weg, weg, weg. Okay. Gucken wir mal da hinten. Halt, was lag hier? Ach, meine Fackel. Oh, das sieht gebrechlich. Ah, ich passe noch durch. Kommen wir hier auch hoch? Aber hier oben ist nichts, ne. Hinüber. Wo kommen denn die Löwen her? Mensch, hier durch. Ja, zwäng dich, Junge. Ich weiß nicht, runter oder rüber? Erstmal rüber. Ne, hier ist scheinbar nichts weiter. Da oben? Ne. Gucken wir mal an. Da drüben ist noch was. Da ist noch was. Oh, das. Ja, tschüss, Junge. Knurrst du mich so an? Was soll das? Alter, wie heißt das Glas? Irgendwas mit Glas war das, was wir eingesammelt haben. Oh, was ist denn hier? Scherben eines Sterns. Oh, das kam durch das Quest. Erz aus einem Meteor, ein sehr seltenes Metall, das vor den Göttern zur Erde geschickt wurde. Man findet es nur im Tal der Könige. Oh, das ist dieses Add-on, Pharao. Und das hier ist das Kieselglas. Alles klar. Ja. Oh, das war wieder Feuer. Da. Ja, da gehen wir dann da mal rein. Noch einer? Oh, hier. Na. Oh, den Angriff habe ich ja lange nicht mehr benutzt. Der war gut. Sind wir. Was ist hier?
Die Reise war gefährlich, aber wir sind angekommen. Der Gipfel ist wild geworden. Bei Nacht hörten wir wilde Hunde heulen und eines Tages verfolgte uns ein Löwe, bis Idas ihn mit einem Stock verjagte. Doch nun können wir beginnen, unseren Lehrer zu ehren. Wir brauchen nichts außer guter Gesellschaft und lebhaften Diskussionen. Und wenn uns dies ausgeht, haben wir einen Schlauch Wein. Nichts kann meine Aufregung dämpfen, denn wir sind die Geburt von etwas, das uns alle überdauern wird. Dein dich liebender Sohn, Fecho. Ich weiß nicht, ob wir hier reingekommen sind, oder ist das ein anderer Eingang? Nee, das ist der gleiche Eingang. Ja, gut. Haben wir das auch mal gesehen. Okay, da oben waren wir also. Hier waren wir überall. Gucken wir mal dahinter. Da kann ich was anzünden. Das tun wir sofort. Da ist wieder... Hier ist... Wieder ein Kieselglas. Und ein Schatz. Hier war was zum Anzünden. Ja, hallo. Gucken wir nochmal. Oh. Ja, ich weiß. Na. Keine Fackel mehr? Oh ja. Die kühnischen Lehren des Diodorus. Hier folgen die kühnischen Lehren des Diodorus. Eudaimoni wird durch ein Leben in Gleichklang mit der Natur und ästhetische Praktiken erreicht. Erhebe dich nicht über andere, denn Arroganz, falsche Werte und negative Gefühle führen zu einem abstoßenden Charakter. Es liegt kein Wert in materiellem Reichtum, Ruhm oder Macht. Der Weise strebt nicht danach. Stelle die Gesetze der Gesellschaft bloß, denn so kannst du die sozialen Bräuche herausfordern, die als selbstverständlich genommen werden. Ja. Leicht gesagt. Geht's da wieder raus, oder? Nee, da geht's scheinbar weiter. Hier wieder was zum Zündeln. Oh, da ist die Tafel. Aber unser geliebter Lehrer Diodorus. Ein weiser, demütiger Mann, der gemäß der Natur lebte. Er hat alle Bürden des Materialismus entsagt und sich auf tragische Weise selbst vom Leben befreit. Seine Philosophie soll in uns weiterleben. Denn wir sind zu wilden Hunden geworden. Er gab uns das größte Geschenk, einen offenen Geist und volle Herzen. Da ist die Tafel. Und sonst... Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Ja, eine sehr schöne Tafel. Ich bin begeistert. Ein Fähigkeitenpunkt. Warte mal, ist hier vielleicht doch noch ein Schatz? Zeigt er mir hier einen Schatz an? Nee, finde nur die Tafel, aber da ist bestimmt noch ein Schatz. Und wenn ich da jetzt rausgehe, das haben wir gelesen, wenn ich da jetzt rausgehe, bin ich bestimmt schon ganz draußen. Aber es ging ja noch ein anderer Weg lang. Glaube ich. Da hier ist Sackgasse. Das haben wir gelesen, richtig? Ja. Okay, geht's hier hoch? Ah. Ja, hallo Schätzchen. Geht's hier hoch, den Baum? Oh, cool. Au. Also es geht den Baum hoch, aber...
Er springt gleich wieder runter. Komm, das ist eine Herausforderung. Geh einmal da hoch. So. Ja. Ne, jetzt steht er hier. Hm. Na gut. Ist ein schöner Baum. Akazie. Geht's hier hoch? Ja, hier geht's hoch. Aber... Komm ich darüber? Nee. Aber cool ist schon. Gehen wir nochmal runter. Ja, stöhn doch nicht so, Junge. So, ich dachte, da wäre noch ein anderer Weg gewesen. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Nee. Hier könnte es wieder hochgehen. Jump. Hey. Ja, dann halt so. Da drüben, dachte ich, ging noch ein Weg lang. Gucken wir mal. Geht's hinunter? Ja. Genau. Ein Kohlenstoffkristall. Ah, dafür hat sich's gelohnt. Das muss ich sagen. Was lag denn hier? Haben wir das schon gelesen gehabt? Liebste Mutter, die Reise war gefährlich, aber wir sind angekommen. Der Gipfel ist wild geworden, bei Nacht hörten wir wilde Hunde heulen und eines Tages verfolgte uns ein Löwe, bis Idas ihn mit einem Stock verjagte. Nee, das haben wir gelesen schon. Schade. Aber das mit liebste Mutter, die Überschrift, die war mir neu. Oh, hier habe ich was vergessen anzuzünden. Hallo. Ja, guck mal. Wo ging denn jetzt der normale Weg lang? Da, wo es die Fackel brennt, oder? Oder ist da hier der Ausgang? Nee. Ich glaube hier. Ich will da nochmal den zweiten Ausgang suchen. Nee, doch nicht. Es tut mir leid, ich will aus dem zweiten Ausgang rausgehen. Das ist hart, ich weiß, aber man muss da durch. Also ging's da lang, ja. Na? Der Ausgang, der muss schon sein. Wer weiß, was da nämlich noch ist. Da wird das absolute Highlight kommen. Oh, hier. Vergessen anzuzünden. Ja. Hätte ich alles nicht gemacht, ne? Ja, ist schon... Gibt's da oben noch was vielleicht? Nee. Aber halt, da drüben kann ich hoch. Die Wand kann ich doch hoch. Aha. Aber wenn es da gleich rausgeht, mache ich da gleich wieder rein. Nur so ein kleiner Spalt? Okay. Nur so ein klitzekleiner Spalt. Mann, dass der immer so stöhnen muss. Ist denn das wirklich so schwer? Ich will es nicht machen, aber... Er ist doch der große Meister. So, hier ist die Tafel gewesen. Und der Spalt war da. Zwäng dich, Junge. Los, zwäng dich. Cool. Geht's hier noch tiefer rein, oder? Ich höre schon wieder böse, böse Räucher. Slide. Okay. War leider doch nicht so spektakulär wie gedacht. Aber, Fackel weg. Wir haben es gemacht.
Schön, gefällt mir, freue ich mich. Nomus vaibui, vaibui. Jetzt will ich. Wo war denn das? Hierher. Da wird noch ein Steinkreis sein, schätze ich. Mal gucken, ob das Tierchen mich dahin führt. Orientieren wir uns mal ein bisschen. Wir stehen jetzt hier. Kann man hier rüber reiten? Über die Berge. Wird wahrscheinlich ein wenig. Gucken wir mal, ob das klappt. Ich bin gespannt. Vielleicht entdecken wir da ja noch was. Okay, der Pass ist schon mal super. Der geht gut. Dann reiten wir den auch weiter. Und setzen den nächsten Wegpunkt. Ja, den setzen wir dann hier. Gut. Den können wir bestimmt auch. Ja, den schafft er. Kann man hier auch? Ja, das geht hier auch. Okay. Machen wir mal hier oben lang. Oh, voll mitten im Gebirge reiten wir hier. Ist schon cool. Das sieht echt cool aus. So, den nächsten Wegpunkt setzen wir. Ja, den setzen wir gleich mal hier. Ja, das sieht gut aus. Und schafft er das auch? Nee, Straße folgen geht hier nicht. Nochmal testen? Auch nicht. Na, dann reiten wir einfach so. Freischnauze. Ne? Auf zu den Lichtern. Über den Dünen. Die Sichtungen. Vielleicht sind da UFOs. Oh, der Himmel sieht auch cool aus. Und die Berge da hinten. Boah. Das sieht schon fein aus. So, dann könnten wir eigentlich gleich den richtigen Punkt hier unten setzen. Ah, der ist nämlich da. Aber der Himmel. Der Himmel. Was ist hier? Ist da. Nee, keine Fahne, nix. Okay, wir haben wieder sowas wie eine Straße vor uns. Au weh. Zwei Kriegselefanten? Ah. Au weh, au weh. Wir gucken uns erstmal den Bogen an. Ach ja, Fluch der Pharaonen. 30.000 EP. Boah. Wir wollen, das ist mein Amotep. Was macht der für ein Leben? Nur beim Töten und der macht Gesundheit bei Treffen. Bei Treffer. 43. Genau, die vierte Plage. Aktivieren wir den mal. Sehr gut. Na, Quadesch und Ref-Cheflager. Echt zwei? Steig mal hier mal ab. Gibt es hier was zu holen? Nichts. Sliden wir hier mal durch. Okay. Nee, das ist da nur. Also, wir gehen schon mal rein, würde ich sagen. Wir werden zwar übelst eins auf die Mütze kriegen, glaube ich. Weil wenn da zwei sind, geht's hier nicht rein. Okay. Das ist nicht der Eingang. Wir reiten mal drum rum. Warum ist denn das nicht der Eingang, oder? Gehört das vielleicht zu einem Quest? Hier ist der Eingang. Pfeile müssten wir voll haben. Okay, auf dass wir sterben werden.
Echt Zweier? Gibt's doch nicht. Wie soll das denn gehen? Ja, Freunde. Boah, die Typen. Oh, hier ist ein Licker. Aua. Was? Wer soll hier brennen? Niemand soll hier brennen. Die Typen, ey. Aber gleich ist mein... Ja, mein Leben ist wieder voll. Oh, sind die böse. Mann. Warum? Okay, ich muss laufen. Hey, lauf nicht hier. Ja, Angriff. Ich muss erstmal. Nee. Mist. Ist das auch der richtige Bogen? Lauf, lauf. Die Arena ist ganz schön groß, mein lieber Schwan. Ich brauche Pfeile. Ich brauche unbedingt wieder ein paar Pfeile. Boah, die treffen mich. Mist. Mist, ey. Shit. Da ist ein Pfeil. Oh, die hauen mich tot. Okay, da sind auch Pfeile. Oh, durchs Wasser gehen sie nicht, doch. Ja, durchs Wasser gehen sie auch. Ja, ich weiß schon, rammelt mich nieder. Ihr Verrückten. Okay. Plündern. Ja, Pfeile plündern, ja. Schießt. Oh, nee. Oh, was die alles haben. Na gut, wir haben es mal probiert. Boah, was die alles haben. Naja, schön. Wir haben es wirklich mal probiert. Und lassen die dann auch mal links liegen. Aber wie komme ich jetzt darüber? Komme ich denn da vorbei an den... Mal gucken, ob ich da vorbeikomme. Ich bin mir nicht sicher. Wir können es ja mal testen, ob da irgendwo ein Weg weggeht. Aber wahrscheinlich nicht. Na, lass mich mal hier durch. Oh. Naja, da könnte doch ein Weg lang gehen. Kann ich den hier auch rufen? Ne, das schafft er nicht. Zwei Kriegselefanten. Puh, da muss ich mir wohl ein paar Taktiken zurechtlegen. Ach, herrje. Und jump. So, mein Pferdchen. Oh, kommt direkt aus dem Felsen. Ja, das ist mir ein super Pferdchen. Na gut, dann lass uns mal die Dünen erkunden. So weit weg sind die Dünen. Machen wir mal Auto. Ah, geht nicht. Wie weit sind wir schon drin? Oh, wir haben es schon erkundet. Legendärer leichter Bogen. Straße folgen gibt's hier nicht. Na gut, dann werden wir bestimmt bald Fata Morgana sehen. In dieser Wüste. So, einen Fähigkeitenpunkt haben wir bekommen. Ja, durch die Tafel. Da gucken wir gleich mal rein. Müssten wir jetzt ja drei haben. Ach, eins erst.
Ja, der Adlerangriff. Ist hier irgendwo der Gift oder? Das. Von seltener Qualität. Du kannst Herstellungsmaterial in Geschäften kaufen. Schmiede und Weber verkaufen unterschiedliche Materialtypen. Alles 2. Kampfrausch. Okay. Passiv. Passiv, gut. Oh, hier gibt es echt noch viel, aber. Was haben wir hier noch? Ein perfektes Ausweichmanöver. Boah, Höchstleistung. Ach du Schande. Weiter geht's. Das Lass uns noch ein wenig Fähigkeiten sammeln. Und dann gucken wir mal. Vielleicht sollten wir doch mal mit dem Höchstleistungsangriff da nochmal gucken. Oh, was ist das? Wasser? Das ist bestimmt eine Fata Morgana. Ja. Wo soll denn hier Wasser herkommen? Könnte das goldene Licht sein, von dem ich hörte? Was geht hier vor? Guck an. Oh, was ist hier? Oha. Das ist voll die außerirdische Anlage, würde ich sagen. Bisschen laut. Ein Ziel. Dann ist da hinten noch ein Ziel. Steigen wir mal ab. Ich weiß nicht, ob man hier. Gucken wir mal, da drüben wird ein Eingang sein. Vielleicht. Was denn? Wo denn? Schlangen? Was sind das für Männer? Wo siehst du denn? Ach, hier. Ja, die sehen ein bisschen exotisch aus. Die haben Rehmasken und verschwinden. Ist ja echt. Geht's hier nicht? Doch. Der hing gerade fest an der unsichtbaren Kante. Wo denn wieder? Da drüben. Nee, mein Tier ist das. Hä? Ach, hier. War unsichtbar. Aber ob ich jetzt einfach hier runtergehen soll? Ich weiß es nicht. Es kommt mir ein wenig. Nee, ich tot. Ja, war klar. Nee, da muss ich einen richtigen Abstieg suchen. Tot, das war so klar. Ach so, hier sind wir. Hier sind wir schon. Was ist denn das da? Oh. Oh, hier. Okay, hier gibt es also einen Eingang. Eine antike Tafel. Das war gut. Es riecht nach Tod. Hier riecht's nach Tod, ja. Es ist schon cool hier. Aber was machen diese Lichter? Lass uns tiefer reingehen. Die erscheinen einfach so aus dem Nichts. Sind die Toten auferstanden? Ja, sieht so aus. Hey. Auf ihn.
voll das. Das sieht schon cool aus. Na, ich wollte. Der aktiviert einfach den schweren Schlag nicht. Boah. Mist. Ich renne erstmal ein Stück weg, wenn ich es kann überhaupt. Ja, genau so soll es sein. Hey, was ist denn Missionen vor Ort? Ach so, nur die Tafel. Was heißt nur? Okay, der ist da rausgekommen. Aber hier ist... Doch, hier geht's rein. Und gleich ist es ruhig. Aber hier ist nichts weiter. Weiter. Dieser Geist hat diese Soldaten entfesselt. Ja. Nein, aus! Oh, Mist. Das muss ich reparieren. Hehe. 8600 Schaden, das ging gut. Okay, wir machen jetzt hier erstmal ein kleines Folgenende. Und dann schauen wir uns weiter um, was diese imposante Anlage hier uns offenbart. Da oben könnte ein Eingang sein. Aber ich komme da nicht hoch. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei Assassin's Creed Origins. Danke und ciao.